Hallo meine lieben GeoLebenTV Zuseher, schön, dass du hier mit dabei bist zu diesem neuen Video. Ja, neues Glück, neue Gesundheit. Kurze Vorgeschichte. Heute bin ich wach geworden, so gegen 5 Uhr früh, so wie das jeden Montag einfach so ist. Der Wecker klingelt und drumherum bin schon wach. Erste Gedanken, die ich heute hatte, waren witzigerweise hatten mit Ernährung zu tun. Und zwar war so im Kopf mehr oder weniger: Geo, du solltest dich doch pflanzlich ernähren, du solltest dich wieder wesentlich gesünder ernähren als in den letzten Monaten. Denn daher kommen mit ziemlicher Sicherheit eben auch deine Zahnprobleme. Ja, das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und ja, ich habe seit Monaten Probleme mit den Zähnen, war 5, 6 Mal beim Zahnarzt und immer wieder kommt etwas Neues daher. Ständig tut wieder irgendwo anders weh. Die Zähne, das Zahnfleisch ist immer wieder entzündet, so kommt es mir vor und so ist es auch. Und jetzt reicht's einfach. Ich möchte hier einfach ganz klar was unternehmen. Eine YouTuberin aus früheren Zeiten hat es vorgemacht. Die hat eben ganz klar dokumentiert, dass sie ihre ganz, ganz großen Zahnprobleme mit ihrer Ernährungsumstellung weggebracht hat. Das möchte ich eben jetzt auch machen, dokumentieren, und ich lade euch einfach ein, mich dabei zu verfolgen, um einfach auch hier zu sehen, nützt das was, hilft es was, bringt das was, wenn man seine Ernährung gravierend umstellt, vor allem Fleisch weg, Milch weg, die nehme ich sowieso nicht, Käse weg, alles was sowieso vorgefertigt ist. Also ich möchte mich vor allem von Pflanzen, die entweder gekocht werden oder eben roh gegessen werden, ernähren. Das mache ich jetzt auf jeden Fall mal 30 Tage. Und wenn das gut läuft, werde ich es auf jeden Fall verlängern und in einem Vlog tagtäglich dokumentieren. Die täglichen Dokumentationen, die täglichen Berichte mache ich auf meinem Telegram-Kanal. Dazu lade ich euch auch herzlichst ein, diesen zu besuchen und zu abonnieren. Da, wie gesagt, jeden Tag auf YouTube gibt es die Zusammenfassung dann wöchentlich, einmal in der Woche, die natürlich länger dauert als die täglichen Vlogs. Ja, was ich gleich mal raten kann dazu zu nehmen, was Entzündungen lindert, was Säure einfach auch nimmt, weil es hat auch mit Übersäuerung zu tun. Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, Vitamin D3 mit K2 und Magnesium zu sich zu nehmen, damit eben das Kalzium eben auch an die Stellen kommt, wo es hin soll, vor allem in dem Fall zu den Zähnen. Dann in weiterer Folge nehmen wir MSM, das eben gut ist, um hier Entzündungen zu lindern, um auch Schmerzen zu lindern. CBD-Öl auf jeden Fall auch gut für Entzündungen, Gegenentzündungen besser gesagt, und für viele andere Prozesse eben auch. Ja, meine Lieben, und alles andere gibt es in den weiteren Vlogs, alles was hier noch hilfreich sein könnte. Meine Erfahrungsberichte, was nützt, was hilft, wie geht's weiter? Abonniert meinen Kanal auf Telegram, das würde mich auf jeden Fall total freuen, und besucht mich auch weiterhin fleißig hier auf YouTube. Es wird wieder wesentlich mehr geben hier von mir. Baba, ciao, tschüss, ich freue mich auf euch. Servus.